Der Skaterpark unweit des Wasserturms am Wiesbadener Schlachthof bekommt Zuwachs. Auf der Rückseite des alten Schlachthofgebäudes entstand eine neue Skaterbahn mit drei sogenannten Obstacles, also Hindernissen. Die Skater gehören zum Kulturpark schon aus einer Zeit, da dachte noch niemand an einen Kulturpark. Sie waren von Anfang an da, seit hier Schlachthof und Leben für Jugendliche um den Schlachthof herum stattfindet. Die Skater gehören dazu und es ist schön, dass jetzt auf dieser Seite des Schlachthofs auch wieder Raum für das Skaten geschaffen wird. Da wir beide hier stehen, kann man unschwer erkennen, dass das eine Gemeinschaftsproduktion ist vom Sozialdezernat zusammen mit dem Ordnungs- und Grünflächendezernat. Ich bitte um Nachsicht, dass wir beide, glaube ich, die eher nicht austesten. Das lassen wir den Skatern, sonst gibt es Verletzte. Das Projekt hier ist ein schönes Beispiel dafür, dass bei allen Kontroversen, die wir haben und um den Kulturpark zum Teil haben, es doch auch viele Dinge gibt, eigentlich die meisten Sachen, die sehr einvernehmlich laufen. Es gibt das klassische Curb, das ist im Prinzip einfach das Rechteck aus Beton, auf dem man mit den Achsen oder mit dem Holzbrett an sich drauf slidet und grindet. Dann das zweite Obstacle, was hier ist, die steile Bank. Das haben wir hier nicht. Wenn man sowas eigentlich früher fahren wollte, dann muss man immer bis nach Frankfurt fahren, nach Bockenheim, da gab es das. Und danach das dritte Obstacle, was wir hinten haben, ist das Hausdachkörb. Auch sowas ist vorne nicht vorhanden. Damit kann man quasi hoch rutschen und wieder herunter rutschen. Also wir nennen das halt Grinden. Okay, also allen kleinen und großen Skatern in Wiesbaden. Viel Spaß beim Grinden auf den neuen Obstacles.